guten Mittag. Hier ist wieder die Ruth Schilling. Und heute ganz besonders an alle, wie soll ich sagen, Chefs, Boss, Betriebsrat, einfach für alle, die das Sagen haben. Und zwar, es geht jetzt wirklich nicht mehr einfach nur ums Reden, sondern was kann eine Firma, was kann ein Team tun, wenn es um Burnout geht. Und wenn du jetzt mehr wissen willst, dann bleib bitte dran. Du weißt, bitte gib mir ein Like, gib mir einen Kommentar rein, schreibe mir rein, woher du zum Beispiel bist. Ich werde dann immer so ein Auge da auf den Text haben. Das würde mich total freuen und vor allem kann ich dann drauf eingehen. Als erstes möchte ich dich mal fragen, wie sprichst du unangenehme Dinge an? Also unangenehme Dinge, dann rede ich schon mal, wenn einer stinkt. Man kann es lustig machen, wie ich mache zum Beispiel in der Straßenbahn und dann sage ich, oh, ich bin's nicht, wer ist es? Ganz so einfach ist es ja im Betrieb oft nicht. Also was ganz genau kann man tun, damit eben dieses Burnout, das viel Belächelte, dass aber die Jüngsten in der Klinik Ü30 sind, ja, und Ü50 gibt es schon auch, aber so in die Mitte, schon Midlife-Crisis sowieso schon. Und wenn ich sage, dass ein mittleres Kader, der geht, die Firma 100.000 Schweizer Franken und mehr kostet, weil der macht ja dann mal Dienst nach Vorschrift. Oft muss man ihn vielleicht sogar noch freistellen, weil er eine Position innehat, da man das nicht kann. Oder er schiebt dann einfach nur noch so eine, naja, eine ruhige Kugel, kann sogar das ganze Team anstecken. Bis der Neue gefunden ist oder die Neue, dauert es unter anderem sehr lange. Es ist sehr kostspielig für das HR, für die ganze Firma. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Ausfälle gab es nur schon alleine in diesem Jahr? Kann man in der Buchhaltung meist sehr genau nachvollziehen. Oder der vom letzten Jahr. Also wie viele Krankheitstage gab es bereits in der Firma? Wie viele Ausfälle durch Arztbesuche gab es bereits? Stunden, die man ja da oft auch warten muss. Wie viele Gesundheitskosten wurden verursacht? Wie viele Unfälle gab es oder beinahe Unfälle gab es in der Firma? Oft höre ich, wenn ich Klienten habe, die sagen mir dann, ja, immer, ja, mein Mann oder meine Frau. Ich höre dann oft so 10 Minuten, Viertelstunde höre ich zu und dann sage ich, okay, jetzt sprechen wir über dich. Deine Firma, dein Team eben oder über dich ganz persönlich. Oder sonst muss dein Ehemann und deine Ehefrau auch hier sitzen. Wir sind immer geneigt zu sagen, ja, in unserer Firma gibt es das nicht. Nein, nein, ich bin das beste Beispiel. Ich gehe mit guten Dingen voran. Wenn ich jetzt ganz klar dir den Test zustelle und ausfüllen kannst, wie du als Führungskraft bist, würdest du das machen? Okay, findest du später hier unten. Was kann also eine Firma tun? Eine Firma zum Beispiel könnte mal eine Sitzung machen zum genau diesem Thema. Was können wir den Leuten bieten? Was können wir als Team bieten? Ihr wisst, alles ist Energie. Energie heißt auch, wie reden wir zusammen? Sitze ich ständig so da? Mit verschränkten Armen, wenn ich was sage, oder gehe ich da in diese Stellung da, ach, nach Medizinflut, du kannst mir sonst was? Wie ist das Klima in einer Sitzung? Wie ist, wenn ich im Morgen reinkomme? Steht da jemand, wie zum Beispiel im Restaurant, der sagt, grüß Gott, schön, dass Sie da sind? Rein die Gestik alleine. Was ist die Sprache? Wirklich die Sprache. Wie reden wir zusammen? Gibt es da irgendwelche Mobbing-Sachen? Weil Mobbing ist ja nicht einer. Mobbing, die Leute, die gemobbt werden, ich sage nicht, Achtung, ich sage nicht, die sind überheblich. Die wirken
auch viele überheblich, wurden oft schon als Kinder gemobbt. Und dann gibt es da so plötzlich so ein Team, das immer so auf irgendeinen, das ist wie der Apfel, der faule, oder der Kartoffel in der Kiste, der vor sich hin fault. Dann fault alles andere. Wie wird das in eurer Firma gehandhabt? Was auch ein Thema ist, sind die Räume. Wie sind die Räume, wie sehen diese aus? Könnte da zum Beispiel mal ein bisschen Farbe vertragen? Könnte von den Räumlichkeiten her die Einrichtung etwas freundlicher sein, etwas angenehmer, nicht so kühl, zum Beispiel bürohaft? Okay, in der Produktionsstraße ist es wahrscheinlich schwierig, da wo man Auto zusammenbaut, aber selbst da. Gibt es eine Kita bei euch in der Kinderbetreuung? Gibt es ein Personalrestaurant? Und jetzt Achtung, was gibt es da zu futtern? Macht ihr da konstant auf Geiz ist geil? Und da kommt einfach nur, ja, nein, reden wir nicht drüber. Wichtig ist, dass ihr bewusst seid, was Vitamin- und Vitalstoffmangel macht. Wenn hier oben das limbische System nicht genügend mit diesen Vitaminen und Vitalstoffen, weil wir haben ja alle Folsäuremangel, wir haben alle Omega-3-Fettsäure und das ist wirklich für das Hirn und das braucht ja jeder von uns, wenn er arbeiten und funktionieren will und leben will. Und dann haben wir alle D3-Mangel, weil wir eben zu wenig rausgehen. Das ist grundsätzlich. Also was wäre zum Beispiel Kosten von jemand, der geht, weil er eben, weil es ihm nicht mehr gefällt, weil er auf den nächsten Eisberg wechseln will und da auf dem Maskenball wieder dabei ist, bis er dann wieder runterspringt. Okay, wir reden jetzt mal von 100.000. Wie wäre das, wenn zum Beispiel die Firma Vitamine geben würde? Jeder. Mal so einen Monat lang oder zwei Monate. Nein, nicht das vom Großverteiler, vom Billiganbieter, weil da kann man schon Vitamin C kaufen für 75 Cent. Alles, was da passiert, man schäumt dann, ja? Aber genützt hat es gar nichts. Was könnte man zum Beispiel weiter tun? Was war jetzt zum Beispiel mit Pflanzen? Die da hinten übrigens, die sind vom Hans-Peter Mayer. Sehr wohl bekannt hier in der Gegend, in der Schweiz, als Orchideenzüchter. Was kann man zum Beispiel tun in einem Team-Workshop, zum Beispiel gemeinsam, was erarbeiten, was man jeden Tag sehen kann, zum Beispiel ein Bild. Was kann man weitermachen? Gibt es bei euch einfach grundsätzlich Schulungen für, wie sagt man, fachlich? Also wie verkaufe ich wem was und warum soll ich mich so verhalten und warum geht man nicht so, sondern nur mit der Krawatte, die einem oben zuzieht? Die Energien, die darüber springen, die springen nur, wenn die Person sich selbst ist. Und erst muss der Angestellte sich wohlfühlen, muss eine Persönlichkeit haben. Ihr müsst ihm das geben, empowering people to know that they know. Und dann können die auch verkaufen. Aber macht ihr besser noch einen Verkaufskurs, 3 Tage möglichst, irgendwo in einem wunderschönen Hotel und am Dienstag wissen die von nichts mehr? Oder geht es mehr um Persönlichkeit, um Achtsamkeit? Was ganz genau könnte man da machen? Wenn ihr euch entscheidet, mal in der Sitzung mal das zu bringen, Achtsamkeit, weil wenn die Energien stimmen, wenn jemand zum Beispiel die Access Bars kennenlernt und die nachher nutzen kann, zu Hause, im ganzen Familienkreis, in seiner ganzen Umgebung, da tun sich Welten auf, auch für die Firma. Nicht nur für ihn persönlich, weil wenn der persönlich die Persönlichkeit ist, er sich selbst sein kann. Mehr Tipps, mehr Fragen, mehr Möglichkeiten, mehr Chancen.
So sehe ich das. So, also jetzt, das war wieder die Ruth Aschelier, dein Coach für mehr Lebensqualität. Und wenn du gerne mehr wissen möchtest, bitte melde dich per Mail oder was auch immer. In der heutigen Zeit sind wir auf 1001 Kanal zu erreichen. Und jetzt möchte ich gerne Tschüss sagen und mein Computer meldet mir hier komische Dinge, dass ich das nicht tun kann. Also, bye bye und bis morgen.